Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste. Nochmal hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Haben Sie dem Kebabverkäufer etwas abgekauft? Überhaupt nicht. Pearl hatte schon einmal einen schweren Anfall von Montezumas Rache. Schon mal von einem Hügel namens Bull's Head gehört? Glaube nein. Wo ist das? Weiß ich nicht. Das versuche ich gerade herauszufinden. Bull's Head, was? Das muss ich mir merken. Klingt sehr malerisch. Haben Sie Ulta getroffen? Oh, die luxuriöseste Taxifahrt mit Klimaanlage muss fahren. Ja, der Taxifahrer. Wollte uns reinlegen, ist mit uns wild in der Gegend herumgekurvt. Okay, bis bald, Duane. Worauf Sie sich verlassen können, George. Was halten Sie davon, Sir? Sie kaufen Kebab. Sie kaufen Kebab? Yum, ganz gut. Das Gesicht des Standbesitzers ist keine gute Werbung für das Betreiben eines Kebabstandes. Ich vermute, einfach so aufs Land hinauszugehen, ist eine prima Möglichkeit, sich zu verlaufen. Der Stand bietet einige Früchte zum Verkauf, die ich nicht kenne. Darum geht es schließlich beim Reisen, durch die Welt ziehen und merkwürdige Früchte entdecken. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Haben Sie etwas vom Kebabstand gekauft? Um Gottes Willen, nein! Mit meiner Verdauung? Haben Sie den Taxifahrer getroffen? Ulta. Hilfe, ja! Was für ein großer Mann! Sehr muskulös. Aber Sie haben keine Runde mit ihm gedreht, oder? Also, George, Sie sind mir ja wirklich der absolute... Oh! Sie meinen im Taxi? Nur gefahren? Nein, Duane hatte kein Interesse, deswegen haben wir es gelassen. Haben Sie mal von einem Hügel namens Bull's Head Hill gehört? Nein, habe ich nicht. Ist er hier in der Nähe? Da bin ich mir nicht sicher. Klingt so schrecklich romantisch. Bull's Head Hill. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Mal ehrlich, glaubst du wirklich, das Ding ist sowas Tolles? Nehmen Sie es weg, Sie Verführer! Das ist aber keine freundliche Katze, Neo. Nein, Sir, sie ist... Warum behältst du sie dann? Oh, sie gehört mir nicht. Sie legt sich dahin, wo, wie Kipling sagen würde, eine Katze hat... Absolut unabhängig. Und sie stinkt. Ich habe kürzlich einen interessanten Typ kennengelernt, einen Taxifahrer. Ah, das muss Ulta sein. Ein barbarischer Bursche. Ach, so schlecht ist er auch wieder nicht. Kennen Sie seinen Akzent, wenn er Englisch redet? Genauso ist sein Arabisch. Was weißt du über das Paar? Oh, sie sind Amerikaner. Ist das alles? Der Bursche ist etwas merkwürdig. Und seine Frau? Es ist komisch, aber ich glaube, sie ist wesentlich klüger, als sie zugibt. Wer ist der Typ, der die Kebabs verkauft? Oh, das ist Arto. Ein mieser Kerl. So viel steht fest, Sir. Er sieht nicht sehr glücklich aus.
ist er auch nie. Tag aus, Tag ein Gesicht wie ein nasses Handtuch. Wie immer die auch aussehen. Spricht er meine Sprache? Nicht unbedingt, nein. Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthurs Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen, vielleicht. Unter Umständen? Vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. Kaufmann? Hier ist doch nicht die Börse. Nun, wenn Sie unhöflich werden. Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie etwas haben, das meine Langeweile lindert. Eine Kugel der Freude. Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens. Du meinst den Ball, oder nicht? Etwas Kleines, Kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht. Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht? Kann ich den Ball zurückhaben, Sir? Also gut, hier ist er. Danke, Sir. Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag. Es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Ja, das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il Agel Kalb. Il Agel Kalb? Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird sich überschlagen, alles für Sie zu tun. Wirklich? Wirklich. Bis dann, Neo. Und schaut Sie, Sir. Nochmal hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. Il Ackelkalb? Oh, dreckig! Schlecht! Schlecht! Oh, ich töte dich! Oh, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit. Nochmal hallo, Sir. Oh, dreckig. Schlecht. Okay, okay, ich gehe. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Danke, dass du mir die Bürste besorgt und dafür mein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Keine Ursache. War mir eine Ehre. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Weil es keinen Grund für mich gibt, dorthin überzugehen, nur um einige Schrammen abzubekommen, bleibe ich, wo ich bin.
Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wiederzubekommen. Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich weiß, dass die Tür verschlossen ist. Ich brauche den Schlüssel, um da reinzukommen. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. Ups. Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Ein endlos Handtuchspender. Ein endlos Handtuchspender. Es macht nicht viel Sinn, den Spender wieder zu schließen. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei ab. Was bedeutet Il Ackelkalb? Wer Sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arto sagen. Und Arto dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch mies Arabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar, meinen Fleisch von Hund. Oh. Schauen Sie, ich habe die Schlüssel zur Toilette. Muss dieses Lebenszielsyndrom sein, über das ich in der Geo gelesen habe. Was sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder, damit so können stehlen Kette? Sie ganz krümelig im Keks, was? Schauen Sie mal, was ich da habe, das Handtuch aus der Toilette. Was wollen mit Handtuch? Naja, weiß ich noch nicht so genau, aber... Sie ziemlich schräge Nuss. Rennen rum, sammeln Zeugs. Naja, ich habe immer noch kein Bad. Oh, die Genüsse des Bulls hätten... Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen...
Hallo, Sir. Schöner Teppich. Il Ackel Kalb. Du sprichst Neo, ja, ja. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Schöner Teppich, ja, ja. Ma Salama. Hallo, Duane. Hallo, George. Ich habe hier die Schlüssel zu einer Toilette. Eigene Toilette der Geschäftsführung? Nicht direkt. Sagt Ihnen diese Kette aus der Toilette etwas? Es bedeutet, dass irgendwo jemand nicht die Toilettenspülung betätigen kann. Hier habe ich ein Handtuch. Ja? Nein, das war's. Hier habe ich ein Handtuch. Oh, ich habe einen Zaubertrick oder sowas erwartet. Okay, bis bald, Duane. Worauf Sie sich verlassen können, George. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Wissen Sie, was Il Ackel Kalb heißt? Ach, klingt das romantisch. Ja, ich glaube aber nicht, dass es das ist. Ich habe hier die Schlüssel für die Toilette. Bei meiner Verdauung halten Sie sie lieber griffbereit. Ich bin aber auch eine Schlimme. Wie gefällt Ihnen die Kette für die Toilette? Sie sind ein ganz seltsamer George. Schauen Sie, ein Handtuch. Oh, George, Sie Arme. Sie hatten einen Sonnenstich. Nein, mir geht's gut, wirklich. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten ausfindig zu machen. Der Fall hat der Statue nicht gut getan. Die Arme sind abgebrochen und zerbröselt. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Und wie? Haben Sie etwas, George? Wie wär's mit dieser feinen Statue? Oh, George, das wäre ideal. Außer, ich weiß nicht. Sieht neu aus, George. Sie würden doch nicht versuchen, mich hinters Licht zu führen, oder? George? Großer Gott, nein, Pearl, nichts liegt mir ferner. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Was halten Sie davon? Sieht aus wie etwas, das Pearl interessieren könnte. Allerdings nicht alt genug. Okay, bis bald, Duane. Worauf Sie sich verlassen können, George.
Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Kann ich die Statue haben? Sie ist schließlich zerbrochen. Natürlich. Und wenn mein Vater den Kater dafür zwischennimmt, dass er sie zerbrochen hat, können Sie auch noch eine schicke Fellmütze haben. Das ist... Was hältst du von der Spülkette für die Toilette? Bauen Sie eine Toilette in kleinen Raten zusammen? Erkennst du die Schlüssel? Nein. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue? Ach, wie schön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Aber da ist eine Sache. Oh. Es sieht dieser modernen Statue, die Sie mir gezeigt haben, verdammt ähnlich. Nun, das ist, weil... Wissen Sie, das ist, weil... Das ist, weil... Das ist, weil die erste, die ich Ihnen zeigte, eine moderne Kopie von der hier ist. Und ich habe den Künstler aufgesucht, der die Kopie angefertigt hat, und habe das Original gekauft. Ja, das erklärt alles, ja. Oh, George. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Es gibt keinen Grund, glauben Sie mir. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Wenn Sie losgehen und Duellen suchen, dann bezahlt er dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Was halten Sie davon? Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nichts. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Danke für das Geld, Twain. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich sollte Ihnen dafür danken, dass Sie die römische Statue gefunden haben. Vielleicht doch nicht. Okay, bis bald, Wayne. Worauf Sie sich verlassen können, George.